Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute mal mit einem live kommentierten Video zu Ubisofts Ghost Recon Future Soldier. Ja, ich hatte ja da gestern und heute mal kurz gefragt, hey, wir hatten noch Bock auf ein Video zur Multiplayer-Beta, die ja nochmal um diese Woche verlängert wurde. Und für all diejenigen, die die ersten Videos dazu nicht gesehen haben, das ist so ein bisschen eine geschlossene Beta gewesen. Allerdings waren diese Keys wirklich weit verbreitet. Man konnte das Spiel einmal, diese Beta einmal spielen, indem man einfach Tom Clancy's Splinter Cell noch hatte, das letzte Conviction. Da musste man allerdings, soviel ich weiß, das Menü auf Englisch umstellen, damit man diese Beta hier starten konnte. Und dann gab es halt Keys. Es gab das für die PlayStation-User, wenn ihr PlayStation Plus-User seid. Für einen PC kommt das Ganze ein bisschen später raus. Soviel ich weiß, gab es jetzt keine PC-Beta. Aber das Spiel erscheint am 24. Mai definitiv für die Konsolen und für den PC. Ja, ein ganz klein bisschen später. Genaues Release-Datum weiß ich da leider nicht. Ich kann euch aber immer sagen, liebe Leute, Google hilft. Ja, und ich habe jetzt gerade heute noch ein kleines Gameplay hochgeladen, was schon ein paar Tage alt war. Und ich habe ja gesagt, Mensch, ich zeige auch mal die anderen Klassen und was hier überhaupt so abgeht. Ich hoffe mal, die Server lassen mich heute nicht im Stich, so. Weil, naja, bei der Beta wird halt doch noch einiges eingestellt. Ubisoft hat so ein paar Sachen gefixt auch und hier und da werden die Server einfach rauf und runter gefahren, muss man sagen. Dafür ist es demnach halt auch noch, ja, eine echte Beta und nicht irgendwie eine gehypte Demo, würde ich mal sagen. So, wir können hier im Moment sehen, die Characters und Join Game, das ist also unser Hauptmenü, was wir haben, Challenges, da können wir halt Challenges gegen unsere Freunde sehen, was die aktuell gemacht haben. Hier sehen wir ganz oben, ESD Fishy, hallo Fishy, schönen Gruß an dich. Objective, complete more than 2 Data Hacks in a single Multiplayer Match. Ah, das werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen, deshalb lasse ich das mal weg. Hier sehen wir die beiden Spielmodi, die es aktuell gibt, das ist Konflikt und Saboteur. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es heute noch gesucht, ich habe es aber nicht mehr gefunden auf Anhieb. Es sind irgendwas, glaube ich, um die 7 Spielmodi und um die 14, 15 Maps. Wer da genaueres weiß, gerne mal kurz in die Comments posten. Ich hatte das heute Mittag mal auf Google nachschauen wollen oder über Google nachschauen wollen, habe das aber nicht auf Anhieb gefunden, muss ich sagen. Also im Moment gibt es Konflikt und Saboteur. Bei Konflikt ist es so ein bisschen so eine Hauptquartiergeschichte, sage ich jetzt mal, wo ein Punkt bestimmt wird, den die einen verteidigen und die anderen müssen den einnehmen. Der wechselt dann immer nach einer gewissen Zeit. Bei Saboteur muss so ein Koffer, eine Bombe quasi auf der Mitte der Karte aufgenommen werden, in die gegnerische Basis getragen und platziert werden und dort halt einfach noch einen Moment bewacht werden, bis das ganze Ding in die Luft geht. Ist, wie ich finde, eigentlich schon fast der bessere Modus. Aber das ist auch sicherlich Geschmackssache. So, dann gibt es generell 3 Charaktere und eben 2 Seiten, die ihr spielen könnt. Wir haben einmal die Ghost, also Team Ghost und Team Bodak. Mit Y können wir hier die Factions, also die Seiten, wechseln. Und dann gibt es innerhalb dieser beiden Teams, Ghost und Bodak, gibt es dann dreierlei Klassen. Das ist einmal der Rifleman. Das würde ich mal sagen, ist so der Standardsoldat, wie wir den so alle kennen. Dann haben wir, oh, das sind die geschlossenen, Moment, ich fange mal vorne an. Also wir haben den Scout, das ist das, was man klassischerweise als Sniper zunächst bezeichnen würde, weil der hat ursprünglich hier eine Snipe in der Hand. Man kann den Charakter auch so ein bisschen drehen, man kann schön sehen, ich habe die Snipe so weit umgebaut, dass man da von der Sniper nicht mehr sehr viel erkennen kann. Die spielte sich aber dann auch relativ kacke, muss ich sagen. Also das war jetzt so nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir sehen unten so eine kleine Kamera am Boden sehen, da komme ich aber dann gleich nochmal zu. Also das ist der Scout, besondere Fähigkeit, der wird, wenn er sich nicht bewegt, nach einem kurzen Moment unsichtbar. Hier sehen wir den Engineer. Das ist der Kollege, der eigentlich am wenigsten einsteckt und auch am wenigsten Schaden macht, dafür aber immenses starkes Equipment dabei haben. Hier sehen wir schon so eine Drohne, die hier rumfliegt. Also der kann quasi eine Drohne übers Feld fliegen lassen, sogar im Multiplayer, und damit Gegner extrem nerven. So, und dann last but not least ist hier die Klasse, die ich am höchsten bisher gespielt habe, auf Level 14, ist der Rifleman. Das ist sowas wie der klassische Sturmsoldat, der ist am besten gepanzert, der kann am meisten ab, der hat die dickste Wumme dabei, der kann auch eine schwere MG tragen. Ich habe ja im Moment so eine Flashbulb, irgendwie so eine Pistole, ja, dabei, die macht so einen tragbaren Flashblitz, die fand ich bisher relativ untauglich. Das müsste ich eigentlich auch mal wechseln. So, in diesem Menü können wir hier sehen, links steht Credits Remaining. Das ist da, wo ich die
Faction hier changen kann, also wo ich hier Ghost und Bodak hoch und runter schalte, dann können wir sehen, bei Ghost stehen noch 3 Punkte, bei Bodak 4 Punkte. Das bedeutet ganz einfach, dass ich jetzt auf Level 14 für den Rifleman noch 3 Punkte zum Freischalten überhaupt. Diese Punkte gibt es immer für Experience Points. Wenn ihr also spielt, erhaltet ihr Punkte, um eure Waffe freizuschalten. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf den Rifleman. Der hat dann nochmal so ein dreigeteiltes Menü. Das Loadout, das sind quasi die Waffen. Dann haben wir hier, das finde ich eigentlich ein bisschen schwach. Also hier kann man die Kopfbedeckung wechseln. Ja, ich hoffe mal, dass man nach der Beta da ein bisschen mehr machen kann. Ja, also dass man hier mal eben nur so einen anderen Hut aufsetzen kann. Das, und dann hier so für einen anderen Hut Level 44, ja. Also, da will ich jetzt mal nicht sagen, also das ist so ein bisschen schwach. Das könnte sicherlich besser sein. Vielleicht gibt es da später noch ein paar mehr Features, ganz einfach. Progression ist eigentlich wirklich auch sehr hübsch und übersichtlich gemacht. Hier könnt ihr nämlich ganz einfach sehen, je nachdem bei welchem Level ihr was freischalten könnt oder ihr was erhaltet. Wir fangen Logo auf Level 1 an, 2, 3, da geht es dann schon los. Da kommt diese Stun Gun, da gibt es hier einen Smoke Launcher. Hier könnt ihr sehen, nach 6, dann gibt es da halt einen neuen Hut, Medikit ab 8 und so weiter und so fort. Geht es hier immer weiter rauf. Ammo Box, da kommen dann die schweren Waffen. Und ganz oben, hier sehen wir zum Beispiel schon mal eine Tar. Hier kommen dann böse gemeine Sachen, die habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Also so viele Stunden habe ich dann doch noch nicht in der Beta verbracht. Hier können wir sehen, Piercing Ammo. Ja, da würde ich mal vermuten, dass die mehr Durchschlagskraft hat. Man kann sich nämlich, oder man tut sich sehr schwer damit, durch Wände oder Holz zu schießen oder sowas. Und dann haben wir hier, das habe ich bisher erst einmal gehabt. Da scheint so eine entzündbare Munition zu sein. Ja, da scheint ihr in Flammen aufzugehen. Bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe sowas mal gehabt, dass ich selber irgendwie so beschossen wurde, wo ich gedacht habe, hey, was ist denn hier los? Also ab Level 41 geht es dann nochmal richtig rund und es geht hier hoch bis Level 50 in der Beta. Ich würde aber mal einfach mutmaßen, dass das auch später im Hauptspiel bis Level 50 hochgeht. So, kommen wir zum Loadout, der eigentlich, ja, oder der Sache, der man sich zunächst am meisten widmen wird, weil wir können hier zwischen Primary Weapons und den Sekundärwaffen, den Pistolen, den Granaten und dem Equipment hin und her schalten. Fangen wir mal vorne an. Primary Weapon. Hier sehen wir, die ACR ist die erste Standardwaffe, die wir haben. Rüberschalten könnte man dann noch auf eine MK48. Die habe ich jetzt persönlich noch gar nicht gespielt, also ein schweres MG. Dann geht es hier ein bisschen weiter. Hier kommt dann schon die TAR 21, nochmal so ein schweres MG, eine M60. Also hier gibt es wirklich dicke Sachen, die viel Power machen. Hier können wir ganz schön sehen, die Waffen lassen sich alle einzeln drehen und modifizieren. Und hier sind jetzt auch schon jede Menge Mods drauf auf der Knarr, ganz einfach. Wir können die jetzt hier mit A aussuchen und ihr seht vielleicht unten im Menü steht Firing Range. Also ihr könnt jedes Mal auf die Starttaste drücken und kommt dann halt auf so einem Schießstand an, wo ihr eure jeweilige Modifikation ganz einfach ausprobieren könnt. Ich gehe hier mal ganz kurz auf Select. Ich erkläre das heute mal ein ganz klein bisschen ausführlicher, vielleicht für die Leute, die es noch gar nicht gesehen oder gespielt haben, damit die sich da so einen Eindruck oder ein Bild von verschaffen können. Wir sehen hier, wie in diesem Menü ganz einfach die Waffe in viele Teile zerlegt wird. Hier Optics, Paint ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Trigger, Magazin, Underbarrel, Gas System, Sight Rail, Barrel, Muzzle. Was heißt Muzzle übersetzt? Ich weiß ja nicht, auf jeden Fall dieser vordere Aufsatz. Und so weiter und so fort. Optics ist natürlich wichtig. Und ihr könnt dann jeweils zum Beispiel, jetzt schalte ich hier auf die Optik, da können wir sehen, ich habe so ein Tech-Scope da im Moment drauf. Hier gibt es dann Backscatter-Optik, da steht auch immer drunter, was das macht. Backscatter, X-Ray-Optik, Capable. Das sollte ich nicht live kommentieren, wenn ich es nicht wirklich lesen kann. Hier haben wir die Ironsight, also so fängt es an. Ja, also normalerweise habt ihr halt die Ironsight drauf, dann habe ich mal das Red Dot freigeschaltet. Dann gibt es hier so ein Dreifach-Zoom, ein Vierfach-Zoom. Ich habe jetzt hier wirklich den Vierfach-Zoom drauf gehabt, sehe ich gerade. Warum ich den gespielt habe, weiß ich nicht so genau. Anscheinend hat der mir gut gefallen. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt hier freischalten möchte, dann kostet mich das genau einen von diesen Punkten, die ich vorhin im Menü angesprochen habe. Manche Sachen kann man hier sehen, unlocked at level 40. Also manche Sachen lassen sich dann auch nicht nur gegen Punkte freischalten, sondern ihr müsst ganz einfach ein gewisses Level erreicht haben. So, und das funktioniert halt im Grunde genommen bei allen Sachen. Ich glaube, die Farbe ist, glaube ich, wirklich scheißegal. Also da gibt es, so viel ich weiß, keinen Unterschied. Ich habe die, glaube ich, hier ja, auf dieser Standardfarbe einfach gelassen. Ich gehe hier auch nochmal raus. Dann geht es halt weiter. Ihr könnt sogar euren Trigger modifizieren. Ich habe den hier auf Full Auto. Das ist die Standardeinstellung. Ich könnte jetzt hier so Match-Trigger machen, Semi-Automatik-Trigger,
ein Three-Burst-Trigger und so weiter und so fort. Also da gibt es halt die unterschiedlichsten Optionen. Ich bin bei dem Full-Auto-Trigger geblieben, weil ich der Meinung bin, Mensch, ein Burst kann ich auch so schießen. Wir können hier andere Magazine wählen. Ihr könnt dann direkt immer unten im Menü eigentlich sehen, was das verändert. Bei dem Magazin ist das hier nicht das meiste. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier ein anderes Magazin auswählen würde, würde ich halt so einen Punkt abgeben. Vielleicht interessanter, das kann man schon hier sehen bei diesem Under Barrel, wenn ich hier einen Grip nutze, habe ich halt mehr Control. Hier hätte ich noch mehr Control, dafür würde meine Manövrierfähigkeit wieder sinken. Ja? Also ihr könnt unten in dem Menü eigentlich immer sehen, was diese einzelnen Sachen so bewirken. Hier gibt es so eine Stuntgun sogar drunter, eine Shotgun drunter. Ist auch peinlich, oder? Das benutze ich nicht. EMP Launcher. Das ist vielleicht, bin ich schon Level 16, ich war Level 14. This map be unlocked. Smoke Launcher könnte ich jetzt mehr draufschalten, wenn ich das wollte. Ich habe aber, was haben wir hier noch? Altfire Mode, ja. Ich habe mich aber hier für den Grip entschieden. Das, finde ich, spielt sich ganz vernünftig. Gas System, also wie schnell die Waffe schießt. Das hier ist eine wirklich super Sache. Dieser Aiming Laser kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Damit müsst ihr halt nicht in die Iron Sight unbedingt gehen. Ja? Heartbeat Sensor. Oh, ich könnte einen Heartbeat Sensor freischalten. Den hatte ich bisher auch noch nicht. Das mache ich jetzt nicht, oder? Heartbeat Sensor zu spielen war in Call of Duty schon peinlich genug, als dass ich hier noch so ein Pannegerät aussuche, Leute. Ich lasse meine Waffe mal, wie so ist. Damit bin ich halt einigermaßen eingespielt. Und ganz wichtig, das Gleiche, das zeige ich aber jetzt nur ganz kurz, müsst ihr auch fürs Gegnerteam machen. Ja, also da, auch da habt ihr halt andere Waffen. Hier sehen wir die AK-200 haben wir standardmäßig anstatt die ACR. Auch die müsst ihr so modifizieren, wie ihr das gerne hättet. Ja, also ohne Modifikation sind die Waffen doch deutlich schwieriger zu spielen oder teilweise auch schwächer. Das funktioniert dann wieder, wir sind noch beim Waffen. Das funktioniert natürlich auch bei jeder einzelnen Klasse unterschiedlich. Da sind dann andere Waffen verfügbar, andere Sachen verfügbar. Hier mache ich jetzt erstmal Folgendes. Diese 3D-Flash-Bulb, die hat mir bisher noch irgendwie gar nichts gebracht, muss ich sagen. Die packe ich jetzt erstmal wieder raus. Was habe ich hier noch? Stun-Gun. Oh, die war, glaube ich, böse. Die habe ich aber selber auch noch nie gespielt. Die versuche ich mal. Packe ich jetzt mal hier ein. So, dann gehen wir mal rüber zu den Granaten. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Wir haben hier eine Smoke, eine EMP. EMP stört quasi den feindlichen Radar. Also es fallen natürlich auch so diese Visiere und so teilweise aus. Aber hauptsächlich ist es eine Sache gegen den feindlichen Radar. Das habe ich leider noch nicht. Ja? Sets fire to an area. Also hier so eine Brandgranate hätte ich gerne. Das ist eine normale Fragnate, die sind ein bisschen abgeschwächt worden. Ich habe mich mal für Smoke entschieden. Habe ich gedacht, ist so ein ganz klein bisschen taktischer, obwohl die EMP wirklich auch nicht schlecht ist. Equipment, gibt es hier so Sachen wie Medikit. Hier gibt es eine Kamera, die könnt ihr aufstellen, dann könnt ihr euren Gegner sehen. Die Ammo-Box habe ich noch nicht. Habe mich für Medikit entschieden, da könnt ihr teilweise eure Mitspieler schneller aufheben. Oder habt auch nochmal sowas wie ein Last Stand sozusagen. So, und nachdem ich das jetzt hier schon stundenlang erklärt oder erläutert habe, möchte ich heute ganz einfach mal ein bisschen was mit dem Techniker spielen. Hier können wir sehen, hier könnt ihr hinterher auch noch eigene Klassen nochmal erstellen. Und der Techniker ist hier eben der Engineer. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt frei. Da könnte ich vielleicht noch ein bisschen was an der Waffe machen, bin ich mir nicht so sicher. Equipment könnt ihr hier zum Beispiel sehen, habe ich diese UAV ausgewählt. Hier gibt es dann noch einen Field Computer, eine Sentry Gun anscheinend. Das ist hier anscheinend noch eine bösere Drohne. That fires low impact explosive and EMP missiles. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Mass Effect 3. Ja, da hatte der Techniker ja auch so eine Drohne dabei. Und hier haben wir genau so ein Ding. Und liebe Leute, die ihr alle den Black Ops 2 Trailer gesehen habt, den ich persönlich für scheiße halte, Entschuldigung, da werde ich vielleicht nochmal auch ein Video zu machen. Da fliegt ja so ein Ding rum, nur hat das irgendwie 4 Rotatoren. Da gab es ja ganz viele Stimmen, wo irgendwelche Leute oder auch irgendwelche Kommentatoren gesagt haben, oh, das erinnert so an Crysis 2 oder an Crysis 3. Nö, absolut nicht. Das Ding erinnerte von vorne ran mit diesen ganzen Drohnengedönse und so an Ghost Recon. Aber wenn man Ghost Recon nicht kennt, kann man es natürlich nicht wissen. Hier gibt es einen Jammer ab 28. Das wird ein wichtiges Ding später mal sein, dass man einfach den Radar blocken kann. Ich habe die UAV dabei. Ich bin hier erst Level 5, könnt ihr gerade sehen. Ich guck mal lieber, was habe ich hier für Nades. Eine Sensor-Nade ist auch ein wichtiges Ding, werden wir gleich sehen. EMP, Smoke und Gunfire. Wow. Macht hier quasi, zeigt wahrscheinlich falschen Beschuss, simuliert Waffenfeuer, also wahrscheinlich einfach Lärm, damit werden irgendwo Leute auf der Map angezeigt, die eigentlich gar nicht da sind. Ich bleibe hier bei diesem Sensor, das werden wir gleich im Gameplay sehen, ist irgendwie ein wichtiges Teil. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas auf meine Primary Weapon packen kann.
Ja, damit die ein bisschen stärker wird, weil die Goblin ist hier nicht so wirklich der Hit. Hier gibt es später nochmal ein bisschen was, was vielleicht ein bisschen mehr Power hat. Shotgun hasse ich ja persönlich. Bleib ich also mal. Das hier ist so eine MP, sage ich jetzt mal. Das spielt sich, wenn er Call of Duty spielt, spielt sich das so ein bisschen UMP-like. Ist so das einzigste. Ja, ist die einzige Klasse, die auch schnell während des Laufens gut schießen kann, sage ich jetzt mal. Alle anderen tun sich da echt schwer. Gas System, Side Rail habe ich schon. Nee, ich lasse das jetzt mal einfach so. Das ist auf jeden Fall der Engineer und wie sich der Engineer so spielt, das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz noch zusammen anschauen. Ich glaube, das heutige Video wird eigentlich länger, als ich das ursprünglich vorgesehen hätte. Aber so ein Live-Commentary, merke ich immer, zieht sich häufig in die Länge. Ja, wo ich sonst irgendwie ein Gameplay aufnehme und das beim Aufnehmen denke, so, oh, jetzt hast du das Menü gezeigt und so, fällt mir ganz oft ein oder ganz oft auf, wenn ich das live kommentiere, dass es wesentlich länger dauert, weil man doch auf wesentlich mehr Einzelheiten eingeht. So, jetzt bin ich hier schon in der Lobby. Im Moment sind 5 Leute dabei, das sind noch ein bisschen wenig. Startet generell eigentlich mit 8. Wir haben im Moment die Möglichkeit, hier zwischen diesen beiden Maps zu wählen. Das ist einmal Mill, das ist so ein bisschen so eine neblige Karte im Wald, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und Pipeline, das ist jetzt die Map, die wir bisher schon mal in den anderen Videos auch häufiger gesehen haben. Mir persönlich gefällt dieses sonnige Setting besser. Es ist auch eine kleinere Karte, eine übersichtlichere Karte, die auch eher so an Call of Duty als an die alten Ghost Recon Karten erinnert. Ich fühle mich darauf ein bisschen wohler, habe die jetzt hier quasi gewotet. Ja, jetzt müssten wir eigentlich darauf warten, dass hier noch mehr Leute reinkommen. Wenn dem nicht der Fall sein sollte, endet das Live-Commentary hier heute. Das wäre natürlich mega ärgerlich, weil großartig schneiden kann ich das jetzt leider nicht, muss ich gestehen. Visa Basley ist on the hunt with 590 Enemy Detections. Da können wir können immer auf meine Stats gehen, falls euch das so lange interessiert. Vielleicht kommen da nochmal ein paar Leute rein. Oder soll ich einmal rein und raus gehen? Ich gehe einmal rein und raus. Machen wir nochmal. Join Game. Und ich mache mal was anderes. Ich gehe mal hier. Jetzt ist ja hier Konflikt ausgewählt. Ich wollte ja eigentlich Saboteur spielen. Ich kann mal gucken, ob ich bei Saboteur schnell ein volles Match finde. Eigentlich findet man noch ganz gut Spiele. Es liegt da teilweise eher noch so ein bisschen an diesem Beta-Matchmaking. Da, zack, haben wir schon ein Match. Habe ich Glück gehabt, bin ich drum rumgekommen, euch meine Stats zu präsentieren. Und während das Ganze lädt, habe ich nochmal 2 Sekunden Zeit, einen Schluck Cola und ein Stück Milka zu essen. Oh, ich höre irgendwelche Amis labern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kann ich die muten? Das weiß ich im Moment leider gar nicht. So, gucken, habe ich hier ein Kabel, dass man eben Chat-Kabel reinstecken kann. Dann deckt Xbox Live, ich wäre im Chat und macht das aus. So, hier sehen wir Engineer. Also ihr könnt auch noch während des Spiels die Klassen wechseln. Das ist auch kein Problem, wenn ihr also merkt, ich komme mit dem Engineer nicht weiter. Dann könnt ihr auch mal auf Flux hier den Rifleman rausholen und einfach ein paar Leute töten. So, Engineer, los geht's. Hier sehen wir die Spawns, das ist die Karte. Wir können hier zwischen der Tactical Map umschalten oder da, wo wir gerade spawnen würden, kann man sich quasi live die Landschaft angucken. Teilweise, wenn ihr Leute mit im Team habt, die weiter vorne sind, könnt ihr bei denen spawnen. Ich kann jetzt nur hier hinten spawnen. So, jetzt sehen wir hier gelb eingeblendet Sensorgranate, 2 Stück. Da oben fliegt im Übrigen eine feindliche. Könnt ihr auch runterholen. Ist allerdings nicht so leicht zu treffen. So, wenn ihr ein Stück, können wir sehen, hier die Drohne ist noch nicht verfügbar. Irgendwann, wenn ich ein bisschen weiter vorgerückt bin, da vorne fliegt diese mistfeindliche Drohne. So, jetzt könnte ich hier irgendwo in Deckung gehen. Oh, da drüben sind schon viele Feinde. Machen wir es folgendes. Ich werfe mal so eine Sensorgranate. Das sieht hier so aus. Und verschiebe mich hier mal über die Map. Ich habe jetzt relativ wenig Spielsound an. Ich glaube, die kommen jetzt hier wahrscheinlich über die Seite. Konnten wir gerade sehen, ich bin schon detected. Boah, es ist relativ schlecht. Also der Gegner weiß jetzt genau, wo ich bin. Kann man sich nur versuchen, irgendwie ein bisschen in Bewegung zu halten. Mit ein bisschen Glück detected auch einer von uns. Wir haben jetzt hier leider noch keinen Jammer. Also, dass sich so ein UAV unterbinden könnte. Und dementsprechend muss man einfach sehr vorsichtig sein, weil der Gegner weiß einfach, wo ich bin. Ja? Also der bekommt mich jetzt auf dem Radar angezeigt. Teilweise komplett mit diesen leuchtenden Umrissen. Jetzt mache ich mal folgendes. Ich unterstütze mein Team als Techniker und setze selber meine Drohne ein. Das heißt, ich gehe irgendwo ein bisschen in Deckung und starte die hier mit LB. Dann werfe ich hier so eine Drohne in die Luft und wir sehen sofort die Drohne von oben.
Ja, das ist eigentlich von der Cam her eigentlich unlogisch. Normalerweise müssten wir aus der Drohne rausgucken, aber okay. Also der Spielbarkeit halber ist das natürlich hier übersichtlicher. So, und da entdeckt meine Drohne schon Leute. Ich kann jetzt hier auch zoomen, wenn ich will. Was meistens unnötig ist. Ich kann die Ansicht ändern, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Und jetzt in dem Moment, könnt ihr sehen, dass so ein kleines rotes Quadrat drauf. Jetzt sehen meine Mitspieler den Typ als kleines Dreieck angezeichnet. Und hier können wir sehen, oben stand gerade Intel Assist 600 Points. Das bedeutet, wenn jemand von mir mit der Drohne markiert wurde und der wird dann erschossen von meinem Team, dann bekomme ich da auch Punkte für. Ja, das ist also eine relativ praktische Sache. Wir können mit der Drohne so hoch und runter schweben, relativ hoch über die Map, gucken, ob wir irgendjemand sehen. Ich bin jetzt hier hinten am Friedhof, das ist ein beliebter Laufweg. Meistens geht es irgendwie seltener durch die Mitte, sondern entweder links über die Map oder eben ganz rechts durch so eine Scheune. Jetzt können wir natürlich sagen, ich habe hier im Moment rein shootermäßig nicht wirklich was zu tun. Das ist aber so, wenn du merkst, dein Team ist in Bedrängnis. Ja, das bedeutet, da vorne die Bombe lag ja schon relativ weit an unserem Spot. Dann ist es schon eine gute Sache, auch einfach zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt auf meinen Kill und mache hier lieber. Oh, EMP! Jetzt wurde hier gerade eine EMP-Nade geworfen. Das heißt, ich verliere mein Signal. Ah, ne, jetzt, da ist sie wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier meine Drohne runterholen. Normalerweise schießen die Leute dann relativ schnell auf die Drohne. Ich kann die Drohne jetzt hier parken. Wir sehen unten Exit Cam und Recall. Wenn ich LB gedrückt halte, dann kommt die Drohne zurück. Ich kann aber jetzt die auch loslassen und dann bleibt die einfach da stehen. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, die Drohne steht da. Dann gehe ich jetzt mal lieber ein bisschen mein Team unterstützen. Da oben können wir meine Drohne sehen. Die fliegt da gelb über den Himmel. Und wenn wir ein bisschen Glück haben und da wird noch jemand in diesem Gebiet angezeigt, sehen wir gleich auch, wie die so ein rotes Dreieck quasi für uns fabriziert. Aber hier ist im Moment anscheinend niemand mehr. So, wenn ich jetzt weiß, hier ist niemand mehr, dann müsste ich jetzt eigentlich wieder umschalten, wieder auf meine Drohne gehen und die neu platzieren. Ja. Das heißt, da können wir schon ganz schön sehen, hier rücken die Gegner an, lecken auch ein bisschen. Also jetzt wissen meine Jungs, die kommen über die Brücke. Ich stehe jetzt hier mal auf, weil die Brücke ist ungefähr hier. Und dann habe ich den Kill gemacht. Oh nee, das gibt's doch nicht. Ey, zu zweit haben wir auf den geschossen. Die Lecksau. Ich meine, ich war jetzt gerade nicht im besten Movement drin, muss ich so gestehen. Also ich habe da ein bisschen scheiße gestanden, auch ein bisschen scheiße geaimt, aber ich habe gedacht, Mensch, wir haben zu zweit auf den geschossen. Hätten wir den Kill eigentlich holen müssen, oder? Da geht der nochmal down. Unglaublich. So, Compound. Ich kann nur wieder im Spawn starten. Das ist natürlich wieder ein weiter Weg. Wir sind aber, glaube ich, auch wenig Gegner. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können uns einmal hier so eine Map anzeigen lassen. Können jetzt hier halt eigentlich Befehle geben oder sowas. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und wir können uns natürlich anschauen, wie es aussieht. Ich habe jetzt 2100 Punkte, obwohl ich aus zwei Leute erschossen habe. Ja, also ich habe einfach schon Punkte für dieses Markieren bekommen. Und hier tut man sich halt, hua, habt ihr gerade gesehen, schießen ist nicht so einfach. Hier sollte man möglichst immer versuchen, die Gegnerdrohne runterzuholen. Und ich werfe jetzt hier als erstes meine beiden Sensor-Nades, die einfach kurzfristig dafür sorgen, dass der Gegner angezeigt wird. Das so ein bisschen hier so offen übers Feld rennen ist eigentlich nicht so eine gute Sache. Ich bin hier relativ weit hinten detected, finde ich. Ist eigentlich komisch, wahrscheinlich. Oh, da lag einer in der Tanne, oder? Naja, okay, er lief um die Tanne rum. Aber da könnt ihr genau so ein Ding sehen, ne? Mit dem Pfeil über dem Kopf ist es natürlich nicht schwierig. Also mir wurde das da glücklicherweise oder unglücklicherweise noch angezeigt, dass ich detected bin. Dann müsste man, wenn man das dabei hat, eigentlich eine EMP werfen, dass man halt nicht mehr detected ist. Ja, dann fällt die. Oh, Victory! Mensch! Dann fällt auf jeden Fall die gegnerische Überwachung aus. Das war ein kurzes Match. Mensch, habt aber wenigstens mal ganz kurz noch was von der Drohne gesehen und vom Techniker. Dass ich jetzt hier gerade letzter geworden bin, aber trotzdem 5100 Punkte gekriegt habe, genauso viel wie der Typ über mir mit 10 Kills, zeigt eigentlich, wie wichtig dieser Techniker im Spiel eingestuft wurde. Und da kann ich euch nur sagen, das ist es auch wirklich. Also wenn ihr in einem Vierer- oder einem Sechser-Team loszieht, zwei, drei Techniker, die die Map überwachen und diese Sensorgranaten werfen, sind unglaublich wertvoll. So,
was wollen wir machen? Jetzt ist das Ding durch, würde ich sagen. Da können wir sehen. Ich habe noch eine neue Kappe bekommen. Dann endet das Video doch ganz nett. Wir haben lange zu Beginn was von den Waffen gesehen. Und ich sag einfach mal, im nächsten Video gibt es noch mal ein bisschen mehr Gameplay zu sehen. So, ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.